Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zum Frühcafé Live Talk am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass er heute Morgen hier ist. Es ist mir eine große Ehre, ihn im Frühcafé willkommen zu heißen. Udo Lindenberg ist da und er hat Mario Reimer mitgebracht. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Freut mich sehr. Sag mal, Udo, ist das eigentlich so deine Zeit heute Morgen? Nee, gar nicht. Ich dachte mir schon fast. Ne? Normalerweise bist du doch jetzt noch an der Hotelbar zu finden. Ja, Eierlikörchen trinken. Eierlikör? Eierlikör, ja. Oh je. Wenn man das so sagen kann, ihr beide seid ziemlich gute Freunde, oder? Ja, also mittlerweile. Mittlerweile. Also man muss sich erstmal dran gewöhnen, an diese nächtlichen Barbesuche. Aber nein, aber ist alles gut. Nein, alles klappt alles. Wunderbar. Ehrlich? Ja. Ja, seid ihr euch da nicht so ganz einig, merke ich. Ja, naja. Wie ist denn Udo so? Also, ja gut, ne? Ja, natürlich. Nein, eigentlich ist er nicht anders als andere, aber er ist manchmal ein bisschen crazy. Also das ist natürlich schon, ja. Ja, aber wir haben gar keinen Eierlikör leider heute Morgen da für dich. Ehrlich? Magst du was anderes? Ein Teechen. Ein Teechen, besorgen wir dir gleich. Kriegst du gleich in der nächsten Werbepause, das ist versprochen, lieber Pfefferminz oder Räubus? Jasmin. Jasmin? Okay, haben wir Jasmin-Tee? Haben wir, glaube ich. Kriegt ihr auf jeden Fall. Herrlich. Bleiben wir jetzt mal ein bisschen ernster. Also, Mario, du machst Bauchredner von Beruf. Genau. Wahnsinnig erfolgreich. Hast jede Menge Promi-Puppen, so kann man es nennen. Unter anderem auch Udo. Ja. Und wie kommt man darauf, sowas überhaupt zu machen? Erzähl mal. Ja, also es ist so, dass ich, also in Amerika zum Beispiel haben die meisten Bauchredner im Programm Elvis. Mhm. Und den machen die auch meist immer sehr, sehr gut. Also das ist wirklich, und ich habe mir überlegt, Mensch, was gab es in Deutschland so noch nicht in dieser Form? Was haben Bauchredner noch nicht gemacht? Und da sind mir Promi-Puppen im Grunde genommen eingefallen. Und da war die erste Puppe war Heino, weil ich überlegt habe, wer ist in Deutschland so markant? Wen kennt wirklich jeder? Also 99% der Deutschen kennen ja Heino. Mhm. Er ist ja selbst davon immer überrascht, aber er polarisiert natürlich auch mit seiner Optik. Und habe ihn gefragt, ob ich ihn machen kann als Puppe. Und er sagte sofort, mach. Also das ist für mich natürlich eine Huldigung. Das ist ja auch eine Ehre für Heino. Ja, natürlich, klar. Und das sehen sie auch so. Also das sehen die Prominenten auch so. Und ja, mit der Puppe fing es im Grunde genommen an. Also er war im Grunde genommen der deutsche Elvis sozusagen. Aber du machst diese Puppen nicht selber, oder? Nein, die werden für mich gebaut. Das ist ein Puppenbauer aus Bielefeld, der unter anderem auch für Sesamstraße oder für den Kika-Kanal oder für die Muppet Show arbeitet. Ich habe die Idee, ich sage ihm, wie ich es haben möchte. Er zeichnet, macht also so eine Skizze und dann sagen wir da ein bisschen so und dann wird gebaut. Wenn du jetzt dann so einen neuen Charakter bekommst, wie zum Beispiel Udo Lindenberg. Ja, es geht um dich. Wie lange musst du den denn dann studieren? Also ich sag mal, also erstmal fängt man sowieso an, wenn man die Puppe erst hat. Also so geht es mir und ich weiß, dass es den meisten Kollegen auch so geht. Und in der Regel so zwischen, sag ich mal, 3 und 9 Monaten braucht man schon, um so einen Charakter dann, sag ich mal, bühnenfähig zu haben. Also dass man mit dem auch auf die Bühne geht. Also es gibt aber auch Puppen, mit denen man dann auf einmal gar nicht mehr arbeitet. Also die man wieder beiseite legt und sagt, nee, finde ich keinen Zugang zu. Das hört sich blöd an für Nicht-Bauchredner. Aber Kollegen, die zuschauen oder so, die würden das, können das bestätigen, dass es halt so ist, dass man sagt, nee, finde ich keinen Zugang zu. Ja, aber Udo, du kommst mit Mario gut klar? Sag nichts Verkehrtes. Ja, nussig. Ja. Musst du, ja. Okay, wie oft seid ihr so zusammen unterwegs? Oh, sehr oft. Aber man versteht sich dann auch noch privat, oder? Macht ihr nur... Nee, gar nicht. Schwierig. Das ist aber, da ab und zu gehen wir schon mal ein Trinken in der Bar nach der Show, oder? Ja, nussig, ja. Eierlikör. Ja. Ist dieses, Eierlikör in Tee wolltest du doch. Jasmin-Tee, ne? Jasmin-Tee. Ja, der kommt gleich. Mario, ist denn dieses Bauchrednern an sich, ist das... schwierig? Ich kann mir das gar nicht genau vorstellen. Wie macht man das? Also sag mal, man wird ja nicht als Bauchredner geboren. Ne? Also das ist ja so, dass ich sage, es gibt bestimmt den einen oder anderen Bauchredner, der sagt, ich bin als Bauchredner geboren worden. Das ist nicht so. Also jeder kann es lernen. Also ich bin auch Autodidakt. Ich habe es mir auch selber beigebracht. Man braucht seine Zeit. Das ist wie Klavierspielen oder wie andere Instrumente lernen oder alles, was man erlernen muss, dauert seine Zeit. Und so ist es mit dem Bauchredner auch. Also ich habe ungefähr 2 Jahre gebraucht, bis ich meinen ersten Auftritt hatte. Der war eine Katastrophe. Das hat mich aber angespornt, weiterzumachen. Also zu sagen, jetzt gebe ich erst recht Gas und schaue, dass ich da irgendwas hinbekomme. Und die nächsten Auftritte waren immer erfolgreicher und so bin ich dabei geblieben. Also wie gesagt, jeder kann es lernen. Man muss halt nur Geduld haben. Weil es vielleicht so lange dauert, macht es wahrscheinlich nicht jeder. Aber es spielt auch nicht jeder Klavier. Das ist natürlich dann... Das stimmt. Ihr beide bleibt noch einen Moment bei uns und ja, du bekommst jetzt erstmal, Udo, deinen Jasmin-Tee. Ja, lecker. Ja, kommt jetzt sofort und wir gucken kurz nach draußen, sind gleich wieder zurück mit Mario Reimer und wir schauen mal, welche prominente Puppe er dann mit dabei hat. Bis gleich.
Und damit sind wir beim Thema Wetter angelangt. Und wir haben schon wieder einen neuen Gast. Mario, du hast jetzt Herrn Schulze bei dir aus Poppenbüttel. Genau, richtig. Also ein richtiger... Moin! Moin, guten Tag. Sie sind so ein richtiger Ur-Hamburger, oder? Ja, na klar. Das ist schön. Ich freue mich, dass Sie heute Morgen da sind. Und wir sind jetzt beim Thema Wetter. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Ach, das ist der Kachelmann? Der Kachelmann macht das nicht. Das, das macht jemand anders. Sie wissen doch, wer es macht. Das haben wir Ihnen ja eben auch gesagt, oder? Ja, ja, Alzheimer. Ja, ja, ja. Vielleicht können Sie... Möchten Sie mal das Wetter gerade anmoderieren, Herr Schulze? Ja, kann ich gerne machen. Guck mal, das ist Ihre Kamera. Ach, herrlich. Jetzt kommt das Wetter. Und wer kommt jetzt? Alex Hübner. Zurück in Ihrem Hamburg 1 Frühcafé zum Live-Talk heute Morgen mit Mario Reimer und seiner Promi-Puppet-Show. Und mitgebracht hat er jetzt Mandy. Sie ist der größte Fan von Cindy aus Marzahn. Guten Morgen, schön, dass ihr beide da seid. Mandy, herzlich willkommen im Frühcafé. Ja, hallöchen. Grüß dich. Ist er das? Ja, das ist er. Ja, Gott, guten ist Tag. Ja süß. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Was hat dich eigentlich dazu inspiriert, dich quasi genauso zu kleiden wie Cindy? Die sieht doch scharf aus. Findest du? Ja, na klar. Was gefällt dir denn besonders an Cindy aus Marzahn? Die nette Farbe. Ja, die, Pink. Ihr steht beide auf Pink. Ja, ja. Das, ah, ja, das ist, hätte ich jetzt kaum gedacht. Nee, oder? Gesagt. Nee, wirklich. Und was verbindet euch beide miteinander? Ja, ich habe sie irgendwie mal kennengelernt vor einiger Zeit. Und ich habe gedacht, so eine schillernde Figur muss man eigentlich mit ins Programm aufnehmen. Also das war für mich gleich, dass ich gesagt habe. Und ich sag mal, wer schon Fan von Cindy aus Marzahn ist, der gehört auf die Bühne, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da machst du dich ziemlich gut, oder? Ja, na klar. Stehst du gerne auf der Bühne? Süß ist er. Ja, ist doch gut. Ehrlich. Ja, ist vielleicht auch gerade ein bisschen aufregend. Prinzen. Ja, sie sucht gerade einen Prinzen. Ach so, wie alt sollte er denn sein? 80. 80? Ja, na klar. Achso, dann wäre doch eigentlich Herr Schulze vielleicht genau das Richtige. Ja, das Herr Schulze stimmt. Aus Poppenbüttel. Der lebt nicht mehr lange. Ja. Wie kommst du zu deinen Figuren, Mario? Also die Idee zu den Figuren, ja. Also ich sag mal, eine Figur muss irgendetwas hergeben. Also das ist natürlich, muss irgendwie entweder polarisieren oder irgendwie was Ausdrucksstarkes haben. Und alle Prominenten, die ich im Grunde mache, die kenne ich auch persönlich. Also das war vielleicht auch noch ein Grund. Aber ich sag mal, Material gibt es genug. Also ich glaube, es werden nie die Promis ausgehen. Also vor allen Dingen, sie bringen ja jeden Tag neue Schlagzeilen. Ich wollte gerade fragen, wie viele kannst du denn machen eigentlich? Gibt es da irgendwie nur eine bestimmte Anzahl, die möglich ist, oder kannst du... Nein, theoretisch man sollte schon, ich sag mal, die Stimme muss natürlich schon einigermaßen, also bei Heino ist natürlich eine tiefe Stimme, die sollte man haben. Bei Udo Lindenberg ist dieses Nuscheln natürlich, dieses Extreme. Aber ich glaube, bei diesen Puppen spielt nicht unbedingt zu 100% eine große Rolle, dass man die Stimme nun hundertprozentig ganz genauso macht, weil die Optik spielt natürlich auch noch mit eine Rolle. Mhm. Und es soll lustig sein, die Leute sollen lachen. Also das ist, glaube ich, das steht im Vordergrund. Wie bereitet man sich denn vor auf so einen Auftritt? Oder wie bereitet sich Mandy darauf vor? Kann man ja auch mal. Also erstmal muss man den Charakter natürlich studieren und man muss ihn sich lange angucken. Und ich hatte es gerade vorhin in der Redaktion erzählt, dass bei Daniela Katzenberger ging es mir so, dass ich irgendwann es gar nicht mehr richtig mir anschauen konnte, weil man dann doch schon zu sehr in dieser Figur drin ist. Dann schaut man sich das irgendwann über und dann sollte man auch wieder sagen, jetzt ist gut. Und weil ich sag mal, man darf auch nicht zu sehr in diese Rolle verfallen nachher. Weil durch diese vielen Charaktere ist es ja auch wichtig, dass man abwechslungsreich bleibt. Das stimmt. Wir haben noch jemanden, der unbedingt gerne ins Fernsehen möchte heute früh. Und das ist Roberto Blanco. Der steht auch schon in den Startlöchern. Vielleicht können wir den jetzt mal zu uns auf die Couch bitten. Roberto Blanco, bitte. Roberto! Ach, da ist er ja. Genau. Wie lange kennt ihr euch schon? Ja, sehr lange. Roberto, was heißt sehr lange? Oh, 20, 30 Jahre. Das so lange, so alt bin ich ja noch gar nicht. Das sagt er jetzt. Ein ist jetzt das Sein, da wird die Welt voll Sonnenschein. So gut die hier uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Sehr gut. Sag mal, wenn du einen Auftritt hast, wie lange vorher musst du dafür proben, um das so hinzukriegen? Also, wie ich schon vorhin gesagt habe, also man braucht ungefähr so zwischen 3 und 9 Monate. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es auch schneller. Also manchmal findet man auch schneller einen Zugang zu einer Puppe und dann geht es auch manchmal ganz, ganz schnell. So Herr Schulze. Herr Schulze war so ein Charakter, der ja jetzt mit der Promi-Puppet-Show, weil er ja kein Promi ist, aber er entwickelt sich langsam zum Promi. Also er hat die gleichen Allüren und da ging es ganz schnell. Also die Puppe habe ich bekommen und der Charakter war sofort da. Also das war. Gibt es denn neben Herrn Schulze eine Puppe, die dir ganz besonders am Herzen liegt? Also von den prominenten Puppen ist es schon Udo Lindenberg, weil das ist schon einfach ein Charakter, der ist schon sehr, weil ich, ja,
Sie auch, Roberto, ist doch alles gut. Also Udo ist schon starker Charakter. Also der ist schon sehr, sehr stark. Heino natürlich auch, weil das ist irgendwo die erste Promi-Puppe gewesen und man hat da einen besonderen Draht zu. Roberto hat zum Beispiel ein bisschen länger gedauert. Also das war zum Beispiel eine Puppe, die extrem lange gedauert hat. Welche Puppen werden denn noch dazukommen? Weiß man das schon? Kann man da schon was sagen? Also jetzt momentan steht es erstmal so. Also es sind jetzt sieben prominente Puppen. Damit ist das Programm jetzt erstmal für die nächsten 2 Jahre, weil damit geht man ja auf Tour durch ganz Deutschland und das ist jetzt erstmal so der Grundstock. Und dann geht es vielleicht in die Promi-Puppet-Show zweiten Teil. Da müssen wir uns dann, aber jetzt sind wir ja erstmal beim ersten Teil. Okay, vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart. Dankeschön, Roberto. Tschüss. Gute Reise nach Hause.